Hey Leute, willkommen zu unserem siebten Part von Elite Smash Season 2 Live Guides. Ja, es geht endlich weiter mit diesem Format. Und ich glaube, das ist auch hier nicht verwunderlich, welcher Charakter heute dran ist. Und zwar ist es die gute Bayonetta, ist ja jetzt schon etwas länger mein Funcha. Wird es auch, so wie es aussieht, erstmal noch bleiben, einfach weil sie richtig bockt. Ich finde, als Gegner ist sie wirklich sehr, sehr langweilig, weil man echt krass defensiv gegen sie spielen muss. Aber wenn man sie selbst spielt, dann ist es, finde ich, sehr interessant, weil man mit ihr halt gutes Neutral haben muss. Und weil natürlich die Kombos, wenn man mal eine Kombo am Start hat, halt auch super fresh sind. Außerdem spielen wir ja gerade gegen Swoo, deswegen auch die T-Bags am Anfang. Ist wer aus der deutschen Smash kommt, auch ein heftiger Ehrenmann, der schon vieles auf die Beine gestellt hat und so. Der darf sich auch mal geshoutoutet fühlen. Aber genau, ich würde sagen, kommen wir mal zum ersten Punkt. Und zwar, wie ich einfach so generell zu Bayo stehe. Ich meine, ich habe sie mir als Funcha auch ausgesucht, ne, warum und so weiter. Und wie finde ich sie in der Tierlist. Und zwar muss ich ernsthaft sagen, ich bin einer der wenigen, der wirklich noch sagt, yo, Bayo kann eigentlich was. Es gibt richtig viele, die so voll depressiv sind und über die Nerfs quasi von Bayo trauern. Was ich zum einen aber, ja, berechtigt finde, dass die ein bisschen genervt wurde, weil in Smash 4 war es halt schon ziemlich krass. Aber es gibt auch andere, und da gehöre ich zum Beispiel dazu, die trotzdem noch das Potenzial in ihr sehen. Vor allem auch die Kombos, weil die halt immer noch sehr, sehr gut sind. Genau, weil halt es funktioniert halt noch sehr viel. Und genau aus dem Grund spiele ich sie eigentlich auch, weil ich finde, die Kombos mit ihr sind richtig spaßig. Solches Zeug mit der Fair und so, die haben sie auch echt krass verbessert, finde ich immer sehr interessant. Und ich würde sie auch generell nach wie vor ins High-Mid-Tier packen. Heißt auf jeden Fall, dass sie in Ultimate eben ein Charakter ist, mit dem man auf jeden Fall was anfangen kann. Es ist jetzt nicht so, dass man die unbedingt droppen muss oder gar nicht mehr mainen sollte. Es ist ein solid High-Mid-Tier und ja, mit ihr kann man auf jeden Fall was anfangen. Es gibt zwar ein paar Matchups, wo es echt schwierig wird nach einer Zeit. Und sie hat auf jeden Fall auch ihre Probleme so. Aber generell, finde ich, sollte man bei Bayo auf jeden Fall trotzdem noch sehr vorsichtig sein, weil eben vieles noch funktioniert, wie man hier auch sieht. Ich habe so langsam echt gut aufgeholt. Das Schwierigste ist halt einfach zum Beispiel jetzt killen und sowas. Und natürlich eben, wenn der Gegner richtig schön abwartet, wird das auch schwer. Aber ja, wie man da gerade gesehen hat, die Backair beendet es auch einfach. Und wenn ich jetzt ein paar gute Hits reinbekomme, ein gutes Nutri-Spiel, vorsichtig spiele und so, dann kann ich auch echt sehr, sehr schnell hier den Damage aufbauen. Vielleicht kann ich euch das zeigen. Weil das, was wirklich am meisten Spaß macht an Bayo, für mich zumindest, sind einfach die Kombos, die halt nach wie vor funktionieren. So, sie hat halt nicht mehr Zero Deaths und sowas, ne, und sie kann auch nicht mehr aus Fair One kommen und so wie früher, was natürlich damals absolut krank war, dass sie das alles so konnte. Aber sie hat jetzt zum Beispiel immer noch ihre Side-B hier, ihre Abis funktionieren noch und ihre Fair Multi-Hit ist viel besser geworden, weil sie den zum Beispiel im Ground halt in sich selbst kommen kann. Also es funktioniert sowas wie zum Beispiel Down-Tilt, Fair, dann hier eine Side-B. Je nachdem, wie man spaced, kann man damit trotzdem noch weiterhin True Combo und halt richtig schnell richtig viel Damage machen. Einzig Problem ist halt eben, dass sie halt nicht mehr so gut killen kann mit den Kombos. Ne? Es ist nicht mehr so möglich, den Gegner wirklich bis nach ganz oben zu ziehen und dann für einen Finisher-Abwehr oder sowas zu gehen. Das killt alles nicht mehr. Aber sie hat trotzdem noch andere Kill-Options und es ist ja auch eigentlich was Gutes, wenn Bayo nicht einfach aus den Kombos jedes Mal killen kann. Ne? Sonst wäre sie ja wieder, das wäre ja wieder Smash 4. Deswegen auf jeden Fall reasonable Nerf und ich muss sagen, trotz Nerf auch noch ein Charakter, der nicht zu unterschätzen ist. Sie hat sehr viele krasse Dinge, die sie halt einfach abusen kann, wie ihren Frame 1 Air Dodge. Natürlich die Witch Time noch, mit der sie manchmal einfach ein Leben beenden kann. Und ja, solche Recaps werden auch einfach mal mit einem Down Smash gepunished. Und genau, generell ist sie auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Und ich finde halt eben ihr Combo State macht halt am meisten Spaß. Hier solches Zeug funktioniert, wie man sieht, immer noch super. Und genau, mit Witch Time kann man auch noch schön landen. Also generell auf jeden Fall, wenn ihr mal an Bayo in Smash 4 interessiert wart, dann schaut euch trotzdem mal ein Ultimate an. Weil ich kann euch versichern, es ist nicht so schlimm, wie die meisten Leute sagen. So. Es gibt ein paar Momente, ja, da denkt man sich so, okay, das ist jetzt echt dumm gemacht, wenn man aus irgendwas rausfliegt oder so, also der Gegner. Aber allgemein, finde ich, ist sie trotzdem nach wie vor noch gut und definitiv nicht zu unterschätzen. Vor allem nicht, wenn man keinen Plan hat gegen sie. Weil eben, es gibt nicht mehr so viele Bayo-Spieler. Das heißt, man hat jetzt auch so ein bisschen den Vorteil, dass die Leute vor dem Matchup natürlich nicht so den hundertprozentigen Plan haben. Und genau, nicht halt ganz wissen, wie sie was die einmüssen und so. Deswegen, es kann schon noch sein, dass man hier oder da, genau, einige Hits einfach mit der Side-B reinbekommt. Ich finde auch, die Side-B ist so ihr bester Move. Einfach dieser Afterburner-Kick mit einem Short-Hop hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Er wird gerade richtig krass gejuggelt, by the way. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, um ihn jetzt auch endlich mal zu killen hier. Aber genau, nach wie vor ist Bayo trotzdem noch ein Charakter, von dem man Angst haben sollte, finde ich zumindest so. Weil wenn man zum Beispiel eben so ein großer Charakter wie Marfus oder eine Samus ist oder so, dann wird man trotzdem noch von den Kombos getroffen und kriegt trotzdem noch voll viel Damage ab. Das wird dann auch killen, by the way. 4-Pro nach wie vor an der Kante extrem gut. Ich denke, jetzt bin ich schon einiges losgeworden, aber ich würde sagen, gehen wir jetzt mal ein bisschen strukturierter an. Und zwar, was genau sind denn eigentlich so Bayos Stärken und was sind ihre Schwächen? Was sind ihre besten Moves? Und welche Moves sollte man eher nicht verwenden? Zum einen, auf jeden Fall eine Stärke ist natürlich eben ihr Advantage State, also auch ihre Kombos und so, weil sie damit nach wie vor richtig krass viel Damage raushauen kann.
Heißt, wenn man endlich mal so einen Hit reinbekommen hat und man diese Kombos auswendig gelernt hat und auch auf SDR und so weiter gut reacten kann, hat man definitiv schon mal einen ganz guten Vorteil, weil man halt trotzdem noch so 60% bis 70% Kombos macht, was halt so der Ultimate Standard eigentlich ist, ne? Das ist ein großer Advantage von ihr. Dann natürlich zweiter großer Advantage ist auf jeden Fall auch ihre Recovery und dadurch ihr Edge Guarding, ne? Sie kann richtig schön deep gehen, kann hier noch Mix-Upen, hat noch den Airbrush mittlerweile jetzt sogar eben am Start, ne? Also wenn man hier zum Beispiel Jump, Uppy und dann hat man noch den Airdodge, um einfach noch mehr, quasi noch mehr zu covern. Und in manchen Situationen kann man mit dem Airdodge zur Seite halt auch noch richtig gut die covern, so, ne? Ja, das sind dann halt so die Sachen, da muss man halt aufpassen. Wäre ich da noch schneller gewesen, hätte ich vielleicht sogar im richtigen Moment noch einen Down Smash reinbekommen können. Aber genau, also das sind so zwei Sachen, die sind wirklich extrem krass. Dadurch können manche Charakter dann einfach nichts gegen sie tun. Wenn die Offstage sind, dann kommt Bayou oder einfach die ganze Zeit runter mit einer Nair oder sowas. Oder auch mit einer Fair, das kann sie sich auch leisten. Oder selbst Uppy, dadurch das Knockback quasi von Uppy hier unten der Gegner richtig zur Seite geschleudert wird und gar nicht mehr recovern kann. Vor allem, wenn die Gegner keinen Jump mehr haben, kann Bayou da richtig schnelle Edgeguards halt raushauen. Das sind, würde ich so sagen, ihre besten Stärken. Dann auf jeden Fall die Schwächen, würde ich mal sagen, ist ihr Nutel. Ich finde ihr Nutel jetzt nicht sonderlich krass, weil, naja, man hat jetzt nicht so Sachen, die man auf jeden Fall immer machen kann. Diese Side-B hier zum Beispiel, die funktioniert halt gegen größere Charakter, so wie Marv. Ne? Ihr seht, er wird fast jedes Mal von dieser Side-B getroffen, obwohl er einfach nur dasteht. Und dasteht ist ja eigentlich was, das ist ja nicht sonderlich schlimm oder so, ne? Wenn man einfach hier steht, dann wartet man ja eigentlich. Aber diese Side-B ist halt so schnell, dass es einfach quasi der Go-To-Move ist. Aber wenn der Gegner kleiner ist, ne? Zum Beispiel so ein Pikachu oder sowas, dann wird es halt schwierig für Bayou, weil sie dann einfach ja keine guten Nutel-Tools mehr hat, ne? Da muss sie dann eher so abwarten spielen und es kann dann halt sein, dass man auch Nutel wird quasi. Wenn der Gegner zum Beispiel Projektile oder sowas hat, dann ist es super schwer, als Bayou da überhaupt irgendwie zu approachen und man muss halt approachen, ne? Weil dann, ansonsten kann man nichts machen, leider. Die Nutel-B von Bayou ist jetzt auch nicht so die beste Nutel-B, um da irgendwie was anstellen zu können. Dann weitere große Schwäche ist auf jeden Fall auch ihre Größe. Ne, dadurch, dass sie selbst zu einer größten Karte erzielt, wird sie auch sehr krass gekombot und hatte auch nicht immer so die Möglichkeiten, aus Kombos rauszukommen. Sie hat zwar ihren Frame 1 Airdodge, aber vor allem, wenn man den Frame 1 Airdodge abwartet, ne, dann hat sie richtig viel Leck und kann auch richtig schnell gepunished werden. Heißt also, sie hat definitiv kein gutes Disadvantage, meine ich, genau. Weil sie halt schnell gekombot wird, auch gut gejuggelt wird und so. Man muss halt auf Sachen wie zum Beispiel eben Witch Time oder sowas aufpassen. Oder so ein Afterburner-Kick, ne, nach unten, so wie ich es jetzt gerade die ganze Zeit mache. Den kann man halt auch readen, so, weil der hat auch Leck. Aber damit muss man sich natürlich auch im Matchup dann erstmal auskennen. Und wie man hier sieht, Swoo ist jetzt noch nicht so, kennt sich noch nicht so gut aus, würde ich mal behaupten. Aber eben, wie man sieht, das hier sind diese Edgeguards, von denen ich geredet habe. Bayou kann sich das einfach erlauben. So, weiterer Nachteil ist dann auch ihr Gewicht. War gerade nur verwirrt. Weil sie ist wirklich sehr, sehr leicht. Sie zählt sogar zum Featherweight, was halt extrem krass ist, so, weil... Ja, sie ist zwar super groß, ne, aber eine absolute Glasscannerin. Also man kann sie quasi als Mewtwo 2.0 bezeichnen. Und das ist auch so eine Sache, da stirbt man manchmal so richtig früh, wo man null mitgerechnet hat von so einem F-Smash, wenn man das hier zum Beispiel nutzt und dann ge-F-Smash wird. Ihr wisst nicht, wie oft ich dadurch schon gestorben bin. Das ist eine Sache, auf die muss man wirklich ganz, ganz gut aufpassen, dass man es mit Bayou halt nicht übertreibt, weiß, was man tut und eben, dass man halt nicht super früh in irgendwas reinrennt, weil dann kann es einfach schon das ausbedeuten. So, ich glaube, das wären eigentlich schon so ihre krassesten Schwächen. Ansonsten kann ich nur noch spezifische Sachen eben erwähnen, dass zum Beispiel halt manche Moves noch nicht so ganz richtig funktionieren. Da habe ich mich, by the way, steed. Das sollte auf jeden Fall nicht vorkommen, vor allem mit Bayou nicht. Die hat so eine gute Recovery, wenn man sich da steed, ist sehr fatal. Ja, jetzt sieht man gerade so ein bisschen, was ich meinte mit Neutral. Das geht nämlich mal ganz schnell und dann kommt man mit Bayou nicht mehr richtig ran. Weil das natürlich jetzt auch nicht die beste Entscheidung von dem Jahr. Und ja, das war auch nicht die beste Entscheidung. Der ist auf jeden Fall tot. Witch Time nach wie vor natürlich krasser Move. Hält zwar nicht mehr so lange an wie in Smash 4, aber reicht trotzdem noch, wie man sieht, für Down Tilt Up Smash oder einfach Raw Up Smash. Auch schon die ganze Zeit von Side B in der Luft. Die wird auch Afterburner Kick genannt, soweit ich weiß. Und warum die so gut ist, ist halt natürlich eben, weil es auch einfach Frame 7 ist, wie ich gerade gesehen habe. Und man damit halt auch seine Kombos starten kann quasi. Also ich finde, so on the ground kann man das auch machen, vor allem eben gegen kleinere Charakter funktioniert das natürlich besser. Aber wenn der Gegner einen Großcharakter spielt, dann kann man eigentlich auch sehr oft einfach hierfür gehen. Weil man daraus dann noch eine Abwehr kriegt oder eine Abwehr, je nach die Eye des Gegners. Das ist also so ein Go-To-Move, wenn wir jetzt gerade schon bei der Spielweise von Bayou einfach sind, das ist der Go-To-Move. Ansonsten würde ich euch auch noch Down-Tilt empfehlen, weil man daraus auch super kommen kann. Und generell ihr Gameplan consistet eigentlich die ganze Zeit aus Short-Hops,
und dann zum Beispiel landen und einen Downtilt machen oder landen und grappen, wenn der Gegner das schieben will. Ansonsten, wenn ihr seht, dass der Gegner viel jumpt, ne? Dann schön für Side B gehen. Und ansonsten solche kleinen Kombos hier, das funktioniert nach wie vor noch, ne? Einfach für ein bisschen Damage. Und natürlich auch Positional Advantage, weil jetzt ist er zum Beispiel auf Stage. Jetzt kann ich hier probieren, für einen Edgeguard zu gehen, brauche ich aber gar nicht, weil er hat selbst ein bisschen verkackt. Ansonsten eben hier Slide so on the ground. Gegen kleinere Charakter auf jeden Fall zu empfehlen, aber ja, definitiv nicht, wenn der Gegner, wenn ihr seht, dass er dauernd shieldet oder einfach abwartet, dann solltet ihr eher mit ganz normalen Hinlaufen approachen und zum Beispiel dann ein bisschen jumpen, um vielleicht eine Move von ihm auszuweichen und dann mit Downtilt punishen. Uptilt ist so ein Move, den kann man nicht mehr on the ground nutzen, aber vor allem, wenn der Gegner auf einer Plattform ist, finde ich das super. Wenn man sehr gut im Positioning ist und halt weiß, so okay, genau hier, ne, wo der Gegner halt hingeht, kann man das super schnell punishen und aus Uptilt halt nach wie vor kommen. Aber wie gesagt, das Beste ist auf jeden Fall Downtilt, dann eben die Side B so aus der Luft. Hier zum Beispiel, um Kombos zu erweitern. Der sollte vielleicht sogar tot sein, weil er so weit oben ist. Leider nicht, schade. Aber trotzdem, halt, das gibt übertrieben viel Damage, wie man sehen kann. Das ist so dieser Beweis von denen, dass Bio-Kombos halt trotzdem noch existieren. Aber man muss halt aufs SDI auch vom Gegner reacten können. Also wenn ich zum Beispiel weiß, der SDI halt eher so nach hinten, ne, dann geht man da vielleicht mal für eine Backer statt für eine Abwehr oder so Zeug halt. Aber genau, das sind so die neutralen Moves, die ich euch empfehlen würde. Ansonsten genau Fair One, wie man es gerade super gesehen hat, Bounced von Shields. Das heißt, wenn ihr seht, der Gegner schildert auch relativ viel, kann man ihn damit auch gut mix-upen, um dann vielleicht hinter ihm zu landen und zum Grab zu gehen. Aber die meiste Zeit nutze ich eigentlich wirklich hier die Specials, das muss ich schon sagen so. Weil die einfach super, super gut sind und den Gegner einfach mal richtig schnell erwischen können. Ja, vor allem, er ist halt auf Gluck und wie man sieht, das ist halt safe. Er kann es parryen, dann ist es nicht safe, aber ja, das, so geht es mit dem Move. Es ist Frame 7, das heißt also, das Ding auch zu parryen ist nicht so einfach, ne? Auf Shiki geswitcht bei so viel Prozent, ich glaube, es ist nicht gut. Weil eben einer der Probleme ist halt, dass man mit Bio manchmal echte Kill-Probleme haben kann. Außer wenn der Gegner so trash die halt. Aber ja, ich glaube, damit haben wir auch schon die besten Moves von ihr so ein bisschen besprochen. Und genau, wie man hier sieht, so schön für Downtilt into Fair gehen und dann gucken, dass man daraus kommt. Und ja, was halt blöd ist, sind natürlich eben die Plattformen. Kann ich eigentlich auch direkt als nächstes Thema ansprechen. Ich finde, mit Bio ist auf jeden Fall eine Stage, die man niemals spielen will, Smashville. Weil auf Smashville kann man mit Abi nicht wirklich kommen, weil die Plattform quasi perfekt so da liegt, dass man die Abi da drauf nicht cancelt, sondern quasi einfach mit der Abi drauf landet und dann lag hat. Das heißt, man kann kein Abi zu Abi machen, weil die eine Abi immer auf der Plattform landet. Und dass man dann halt keine Zeit mehr hat, um noch schnell genug für noch eine Abi zu gehen. Das ist halt so ein Problem, deswegen gehe ich selbst auf jeden Fall nie auf Smashville als Bio. Und genau, ich finde FD dann dadurch auch am besten eigentlich, weil da hat man keine Plattform, da kann einen sowas nicht nerven. Ansonsten BF ist auch ganz gut, weil man zum Beispiel hier oben eben so chillen kann. Vom Plattform-Layout oder man kann halt mit einer Side-B hier direkt so probieren rüber zu gehen, ne? Wenn man ganz an der Kante steht, funktioniert das auch. Ansonsten, ich kann hier oben für ein bisschen Timeouts gehen, wenn jetzt zum Beispiel auf Shiki switchen würde, was halt nicht so safe wie Aerials hat wie Gluck, könnte ich auch hier gleich warten, bis er was macht und dann hier mit Abi hochziehen, eventuell einen frühen Kill bekommen. Ne, solche Dinge gibt Battlefield dann her. Außerdem stirbt man auf Battlefield natürlich auch etwas später und das ist auf jeden Fall gut als Bio, weil, wie gesagt, die ist super leicht. Wie man da sehen kann, das ist einfach echt krass. Greif aber mal an. Ne, der letzte Spieler gerade echt defensiv, muss man sagen. Ich ihn gerade nicht so gut. Das finde ich aber auch noch wunderbar, genau diese B-Verses, daran kann man auch immer denken, dass man das Zeug B-Versen kann und okay, er hat es schon nochmal verkackt leider. Er kriegt noch ein Match, ich gönne ihm auf jeden Fall noch ein Match, weil das waren einfach zwei SDs leider. So, kommen wir als nächstes zu Moves, die ich eher nicht so nutze oder nur in besonderen Situationen und das sind, wie man es von mir wahrscheinlich auch kennt, natürlich die Smashes. Es sind schon starke Smashes, muss man sagen, das ist auf jeden Fall klar, aber das sind leider langsame Smashes und Smashes, die dann auch krass gepunished werden können, weil die natürlich auch viel Lag haben, ne? Das heißt, für Smashes sollte man eher einfach nur gehen, wenn man zum Beispiel einen richtig guten Read hat und genau weiß, dass der Gegner da landen wird und ihn man mit Upsmash kriegt. Das habe ich schon ein paar Mal hinbekommen. Ansonsten sollte man für Smashes nur gehen, wenn man zum Beispiel auch einen Witchlam hat oder halt der Gegner krass im Endlag ist und man dadurch quasi was machen kann. Aber ja, an sich würde ich die eher nicht im Neutral empfehlen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel probieren, genau ihn mit Upsmash zu catchen, aber es ist eher sowas, das solltet ihr eher nicht probieren, so. Mal gucken, na, schade. Doch, ich habe ihn gesaved, okay, das ist gut. Ich dachte, dadurch, dass das Tag safe ging, aber ich meine, so geht's auch. So, ansonsten, auf jeden Fall auch noch die Downer, die ist nämlich leider gar nicht mehr so gut wie in Ultimate. Die spiked kaum noch und genau hat nur diese, also teilweise trifft man wirklich nur diese große Hitbox da, die zwar Damage macht, ja, aber leider nicht wirklich viel bringt, so. Weil ich meine, man will natürlich damit hier für Spikes gehen oder so, aber da muss man sehr präzise halt
Time und Spacen. Deswegen würde ich dafür eher nicht gehen. Außer ihr wolltet mal vielleicht irgendwie probieren, schnell zu landen oder so, damit der Gegner nicht gepuncht bekommt. Ansonsten, wie ich vorhin gesagt habe, Up-Tilt ist auch nicht mehr so gut. Es ist wirklich, wenn der Gegner zum Beispiel auf einer Plattform ist, kann man das super machen. Ansonsten würde ich dafür nicht wirklich gehen. Und ja, ich glaube, das wäre es dann auch schon mit schlechten Moves. Ich meine, ja, die Neutral B ist nämlich manchmal ganz gut, wenn der Gegner so sehr groß ist, wie man sieht. Da muss er da shielden, das ist fürs Neutral ganz gut. Und Offstage vor allem kann das auch sehr gut killen. Also Byro hat echt starke Moves, so, aber das sind so die Moves, so Smashes und Downer, da solltet ihr auf jeden Fall aufpassen. Das solltet ihr nicht zu viel nutzen, weil das einfach zu punishable ist und euch auch gar nicht so bringt. Das war übrigens ein wunderschöner Edgeguard. Holy shit, war das geil. Okay. Ich glaube, dann kommen wir jetzt auch gleich noch zum letzten Punkt. Ich weiß aber gerade nicht, ob das von der Zeit her noch passt. Ah, wenn ich jetzt sterbe? Nee, okay. Und zwar eben zu den besten Spielern natürlich, wie immer. Und zwar möchte ich ja zum einen mal einen deutschen Spieler noch shoutouten, der, ich glaube, in Deutschland aber bisher noch nicht allzu viel gemacht hat, aber schon als beste Bio ziehen könnte, und zwar ist das Samu. War in Smash 4 damals übelst der krasse neue Spieler. Man kannte den so gar nicht, weil der nur Wi-Fi unterwegs war. Und als er dann zum ersten Mal offline gegangen ist, hat er direkt ein paar Spieler upsettet und hat übelst die kranken Bio-Plays ausgehauen. Das war halt, wie gesagt, in Smash 4, das heißt, noch nicht so ein krasses Achievement. Aber der spielt in Ultimate auch nach wie vor Bio und ist damit auch nach wie vor echt krass. Also der joint manchmal meine Arena, wenn ich so eine YouTube-Arena so offen habe. Und ich merke jedes Mal, ja, ich muss da super vorsichtig sein, ansonsten werde ich direkt komplett weggekommen und kriege 80% rein, werde mit der Bäcker gekillt und easy ist es, ne? Also Samu auf jeden Fall starker Spieler nach wie vor. Ich hoffe mal, ich weiß halt nicht, ich kann's, um ehrlich zu sein, nicht großartig sagen, ob er noch auf Turniere geht oder nicht. Aber ich hoffe, ihn nach Corona auf jeden Fall mal da spielen zu sehen, weil der könnte mit Bayo noch einiges reißen. So, jetzt kommen wir aber mal zu den richtigen Steinen, und zwar zu den besten Bayonetta-Spielern auf der Welt, von denen ihr euch auf jeden Fall was abgucken könnt, die auch so Kombos und sowas veröffentlichen. Und zwar möchte ich da zum ersten mal den guten Tamim shoutouten. Ich glaube, der hatte früher in Smash 4 einen anderen Tag, bin mir aber gerade nicht mehr zu 100% sicher. Er ist aber auf jeden Fall einer der Spieler, der mich dazu inspiriert hat, Bayo anzufangen, weil er echt krasse Kombos gemacht hat und auch krasse Sachen herausgefunden hat, quasi fürs Bio-Meter halt. Er hat zum Beispiel, glaube ich, der Main-Dude, der quasi herausgefunden hat, dass eben Bio mit der Fair quasi super coolen Stuff anfangen kann. Aber da bin ich mir auch nicht zu 100% sicher. Jedenfalls gibt es ganz viele Twitter-Videos von ihm, wo er halt mit Bio komplett rasiert und auf Plattform cancelt und so weiter. Also der ist wirklich der Number-One-Spieler, wo ihr euch Sachen abschauen könnt, würde ich sagen. Ich kann nicht versichern, dass er der beste Bio-Spieler auf der Welt ist, weil ich glaube, es gibt nicht allzu viele Bio-Spieler, die wirklich nur Bio auf Turnieren spielen. Aber er ist auf jeden Fall derjenige, der halt das Bio-Meter sehr weit trägt, und ich glaube, das ist auch hier für das Video quasi am wichtigsten, weil es geht ja um Spieler, wo ihr euch was abschauen könnt. Also Tamim, ich werde nachher noch seinen Twitter suchen, ich weiß gerade nicht genau, wie er da heißt, ne? Aber ich verlinke es euch auf jeden Fall unterm Video, und wie immer auch, habe ich ihn hier schon safe eingeblendet. Ja, ich glaube, viel mehr kann ich gar nicht zu ihm sagen. Der haut einfach die krassesten Kombo raus, wo ich mir wirklich denke, okay, Bayonetta High-Tier oder Top-Tier oder was, der lässt sie echt stark aussehen. Weiterer Spieler, der dann ähnliches Potenzial hat, ist dann auch Lima. Ist vom Playstyle her irgendwie gleich, zumindest was ich auch von den Kombos her sehe. Und ist auf jeden Fall auch ein Shoutout wert. Das nennt mir auch noch den guten Geist. Da habe ich auch schon einiges, also die meisten Bios sind auf Twitter, witzigerweise. Weil sie da quasi ihre neuen Kombos und sowas immer schön preisgeben. Ist auch, passt einfach auch perfekt dazu, ne? Das Format halt. Deswegen seht ihr auch sehr viel davon. Und habe ich ihn jetzt gerade gesaved? Nee, okay, gut. Genau, sind es alles so Leute, die weltweit schon echt gute Results geholt haben, aber da gibt es jetzt, glaube ich, keinen quasi wirklich safen besten Bio-Spieler von denen. Das sind einfach, die sind alle sehr gut und hauen alle krasse Kombos raus und zeigen quasi den Leuten, was Bio alles noch so kann und was man mit ihr optimieren kann, um quasi halt bessere Results und bessere Kombos, mehr Damage zu bekommen und so Zeug, ne? Also die sind da wirklich, das sind die, wo ich sagen würde, die sind ganz weit oben mit dabei, die sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Ansonsten wäre es das eigentlich auch schon gewesen. Ich habe jetzt nicht mehr viele Leute noch zum Shoutouten, die man irgendwie so definitiv erwähnen müsste. Und ich würde sagen, zum Schluss, ich probiere einfach noch jetzt aus dem Fight das Beste zu machen. Weil wie man sieht, das ist auf jeden Fall ein Spieler, der sich auskennt, wie man gegen Bayo spielen muss. Das kann ich jetzt nämlich vielleicht auch noch erwähnen. Und zwar einfach wirklich extrem defensiv, abwartend und dann einfach eben, wie man hier sieht, einfach abwarten, bis die Bayo sich für einen Move entscheidet, mit dem sie eben eine Combo starten will, und das Ding dann punchen. Na, ich meine, ich chill hier gerade einfach auch nur. Mach zum Beispiel jetzt hier eine Side-B hin, er wartet ab. Perfekt, perfekt auch gespaced. Da habe ich ihn jetzt gerade gecatcht, ne? Aber ja, die meiste Zeit ist der schon sehr defensiv, wie man merkt. Und so muss man halt gegen Bayonetta spielen, ne? Man darf es nicht übertreiben. Einfach abwarten
Und dann hat Bayou auf jeden Fall eine schwere Zeit, weil wie gesagt, ihr Nutel ist halt das, was leider nicht stark ist, ne? Ich meine, ich kann jetzt so ein bisschen mit Nair ein bisschen Damage machen, das irgendwie zu probieren. Aber genau, das kann man halt auch punishen. Also der Mii-Brawler hier weiß halt zu 100% Bescheid, wie er gegen Bayou spielen muss. Deswegen sehe ich hier auch kein Licht mit meiner Bayou, aber ist auch nicht so schlimm. Ich sehe jetzt das letzte Match und genau, beende es einfach, das passt. Ich glaube, ich habe so gut wie alles gesagt. Bayou ist auf jeden Fall nach wie vor ein krasser Funcher von mir, weil eben vor allem die Kombos und alles, das ist einfach schon extrem krass, wie viel Damage sie nach wie vor machen kann. Und der Advantage State macht mit ihr halt super Spaß, ne? Wenn man mal einen Hit bekommen hat, dann probiert man einfach das Beste rauszuholen und kann manchmal so übertrieben kranke Kombos raushauen. Leider aber hat man halt eben im Neutral so die Schwierigkeit mit ihr. Das heißt auf jeden Fall, Bayonetta braucht sehr viel Practice. Ihr müsst die ganzen Kombos drauf haben. Ihr müsst wissen, wie ihr Neutral gegen welche Cutter spielen müsst und so weiter. Aber ich kann sie euch auf jeden Fall empfehlen. Und eben, wenn ihr dachtet so, ah okay, die beiden Smash 4 OP, ihr habt sie damals vielleicht gemaint und wollt sie jetzt nicht mehr mainen, probiert sie trotzdem aus, vielleicht macht sie euch noch Bock. Das wäre eigentlich dann alles. Und ja, wie immer bedanke ich mich dann fürs Zuschauen. Nochmal GG's an alle, die hier dabei waren. Shoutouts auf jeden Fall an Swoo, werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken. Hat sehr Spaß gemacht gegen seinen Marv. Und ja, dann sieht man sich im nächsten Video. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.